Bier. Das meistgetrunkene alkoholische Getränk Deutschlands. Die Deutschen lieben ihr Bier. Jedes Jahr werden etwa 100 Liter Bier pro Kopf getrunken. Felicitas Thehn ist die Foodtruckerin und immer auf der Suche nach den besten Lebensmitteln unseres Landes. Sie nimmt uns mit auf ihre Reise. Dabei lernt sie, wie aus Getreide köstliches Malz entsteht. Und zwar in Bamberg, denn hier werden die meisten Malzsorten der Welt produziert. Doch das Getreide hat auch Feinde. Wir simulieren hier die Sonne, dann kommen die Käfer raus. Und wenn wir Käfer entdecken, dann muss der ganze LKW wieder zurück. Wie aus vier natürlichen Zutaten köstliches Bier gebraut wird, erfährt Felicitas in Bayreuth. Und begegnet hier auch Biersommelier Michael König, der sie in die Geheimnisse des guten Biergeschmacks einführt. Wie muss man sich denn deinen Alltag vorstellen? Trinkst du einfach den ganzen Tag, oder? Mit einem Floß macht sich Felicitas auf den Weg zur Meierei in Potsdam. Mega schön! Das sind so Life Goals. Hier produziert Braumeister Salkowski die berühmte Berliner Weiße, den sogenannten Champagner des Nordens. Die Berliner Weiße für mich ist mehr als ein Hobby. Es hat mich einfach fasziniert, wie man früher, vor 100, 120, 140 Jahren, gebraut hat. Die Foodtruckerin. Es gibt Bier. Felicitas ist auf dem Weg nach Oberfranken. Denn diese Region hat mit rund 200 Brauereien die höchste Brauereidichte der Welt. Mehr als 1000 verschiedene Biere werden hier gebraut. Im Herzen von Oberfranken liegt Bayreuth. Und genau hier arbeitet Braumeister Marc Göbel. Er kann genau erklären, wie Bier gebraut wird. Beim Brauen kommt es auf die perfekten Zutaten an. Bevor dieses Malz geschrotet wird, überprüft der Braumeister deshalb, ob es auch passt. Wichtig ist beim Brauen, dass man seine Zutaten auch begutachtet und bewertet. Sind sie gut, genauso wie wir uns das vorstellen. Wir haben also hier ein sehr dunkel geröstetes Malz. Ja, und es sind wahnsinnig tolle Aromen. Wenn man dran riecht oder auch schmeckt, merkt man richtig so einen Röstgeschmack, ja, der dann später im Bier ein tolles Aroma gibt. Ist das Malz geschrotet, geht es ins Brauhaus zum Einmeischen. Dabei wird das Malzschrot mit Wasser vermischt und die Stärke des Getreides in Zucker umgewandelt. Hier wird quasi das trockene Schrot mit Wasser vermischt. Und wichtig ist dann, ein Meter tiefer, dass es dann da glutenfrei einmeischt. Es entsteht die sogenannte Maische. Der nächste Schritt bei der Bierherstellung ist das Läutern. Dafür kommt die Maische in den Läuterbottich. Ich urteile jetzt hier, wie sich das Läuterverhalten entwickelt. Also wir läutern jetzt hier die Vorderwürze ab. Und mit dem Hackwerk schneiden wir den Treberkuchen leicht auf, dass er durchgängig ist, aber nur so weit auf, dass keine Feststoffe mitkommen. Weil wir wollen ja wirklich feststofffrei und blank abläutern. Die festen Bestandteile der Maische sinken nach unten, sammeln sich auf einem Sieb und bilden so eine natürliche Filterschicht. Die von nun an Würze genannte Flüssigkeit läuft durch das Sieb ab und zurück bleibt der sogenannte Treber, der später als Viehfutter verwendet wird. Man spricht ja auch im Sudhaus noch von Würze. Zum Bier wird es eigentlich erst, wenn im Gärkeller die Hefe dazukommt. Ja, dann ist es quasi geht der Schritt von Würze ins Bier über. Als nächstes steht eine Qualitätskontrolle an. Dafür zieht Marc Göbel von der gewonnenen Läuterwürze eine Probe, um den Stammwürzegehalt zu prüfen. Momentan ist die Flüssigkeit noch ein sehr süßes und alkoholfreies Malzgetränk. Nun geht es ans Kochen. Die beim Läutern gewonnene Würze wird in die Würzpfanne gepumpt und bei leichtem Überdruck ungefähr 60 Minuten gekocht. Kurz bevor die Kochtemperatur erreicht ist, kommt der Hopfen hinzu. Ja, jetzt legen wir den Hopfen vor. Wir werden in Kürze dann das Kochen beginnen. Und wir haben den Hopfen vakuumiert, damit er immer schön das ganze Jahr gleichmäßig haltbar ist. Was wir jetzt hier haben, ist aus unserer Hopfenkammer. Wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Hopfen, dass wir genau für die Biersorte jetzt die unterschiedlichen Hopfensorten zusammenmischen und dann in den unterschiedlichen Gaben beim Kochen dann der Würze auflösen können. Hopfen ist sehr wichtig fürs Bier. Ja? Zum einen gibt der Hopfen die bittere, ja? Aber natürlich auch sehr intensive Aromen. Ja?
Und je nachdem, welche Hopfensorte eingesetzt werden, geht es dann einmal mal von diesem würzigen Charakter bis hin zu sehr fruchtigen Charakteren. Also es gibt Hopfen, die sehr ein Zitrusaroma bringen, ein Ananasaroma. Hört sich immer so komisch an, Chemie hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das kommt wirklich rein aus den Hopfenölen und ist natürlich der Herkunft. Hopfen, das grüne Gold. Hier im hohen Norden der Republik, auf der Insel Sylt, dort, wo die Luft nach Salz schmeckt, das Land platt ist und die Häuser niedrig geduckt stehen, wird auf einer kleinen Plantage der Sylter Hopfen angebaut. Üblicherweise kommt Hopfen aus Süddeutschland. Dass er auch auf einer Nordseeinsel angebaut wird, ist ungewöhnlich. Das ganze Klima hier auf der Insel wirkt sich natürlich auch auf den Hopfen aus und das spiegelt sich natürlich auch in dem Bier später wieder. Wir brauchen natürlich ein Wetter, was nicht zu heiß ist, was nicht zu kalt ist. Wir brauchen es eigentlich recht feucht. Das war dieses Jahr ideal eigentlich für das Wachstum. Und für die Ernte ist es natürlich schön, wenn es möglichst trocken ist, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, das Ganze dann auch zu pflücken und zu verarbeiten. Wenn das natürlich nass ist, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Verluste bei der ganzen Sache. Wichtig für die Hopfenernte ist es, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Denn verpassen Christian Laue und seine Kollegen diesen, kann das unter Umständen ihre ganze Jahresarbeit zunichte machen. Die Ernte von Hopfen ist sehr aufwendig. Auf großen Plantagen übernehmen das Maschinen. Auf Sylt aber geschieht alles in Handarbeit. Es wird sich jetzt für die Mengen, die wir hier haben, nicht lohnen, da mit einem großen Vollernter wie in der Hallertau zu ernten. Das wäre einfach auch nicht machbar hier. Wir haben diese kleine Fläche und das reicht für unsere Produktion im Jahr. Dafür brauchen wir keinen großen Vollernter. Deswegen ist das sehr viel Handarbeit aber auch. Einige hundert Hopfenpflanzen bauen sie auf Sylt an. An den Strängen wachsen die Dolden. Sie geben dem Bier später ihr eigenes Aroma und den typischen herben Geschmack. Außerdem erhöht Hopfen die Haltbarkeit des Bieres. Also wir kommen wöchentlich hier rüber aus Flensburg und schauen uns dann die Dolden einmal an, wie groß die geworden sind. Und dann nimmt man die einmal. Dann kann man die auseinanderbrechen und was man denn hier drin sieht, dieses Gelbe, das ist das Lupulin. Und das trägt auch die Aromastoffe im Hopfen. Und klar, muss viel vorhanden sein und es muss vor allen Dingen auch richtig schön nach Hopfen riechen. Und darauf kommt es an. Deswegen müssen wir das dann wöchentlich kontrollieren. Und dann fällt die Entscheidung, wann wir ernten, immer recht spontan. Die Hopfenpflanzen werden direkt mit den Rankhilfen aus Maschendraht abgebaut und zusammengerollt. Eine schwere körperliche Arbeit, die so wohl ziemlich einmalig in Deutschland ist. Manufaktur bedeutet handgemacht. Das ist ein Anspruch, der hier auf Sylt wörtlich genommen wird. Zurück in der Bierstadt Bayreuth. Auch hier spielt der Hopfen eine große Rolle. Braumeister Marc Göbel füllt gerade das getrocknete grüne Gold im Sudhaus ein. Seinen Hopfen bezieht er aus der Hallertau. Jetzt werden die Inhaltsstoffe des Hopfens gelöst. Unerwünschte Aromen werden dabei ausgedampft. Die Menge des zugefügten Hopfens bestimmt später die Herbe des jeweiligen Bieres. Dann geht es in die Tiefen des Gärkellers. Wir warten jetzt auf die Würze und stellen die dann hier mit Hefe an, damit die Würze dann zu Bier vergoren wird. Wir verwenden hier quasi Reinzuchthefe, ja, das heißt aus unserer eigenen Reinzucht ziehen wir immer wieder frische Hefe hoch. Wichtig hier ist, dass wir sauber arbeiten, ja, weil wir dürfen hier keine Infektion reinbekommen. Nach dem Reinheitsgebot geht ja nicht irgendwie konservieren. Ja, außerdem würde dann, wenn irgendwelche Fremdorganismen dabei wären, das Aroma negativ beeinflusst werden. Ja, weil auch die Hefe ein sehr entscheidender Faktor ist für das spätere Aroma des Bieres. Ja, es gibt also auch da unzählige Hefestämme. Ja, und jeder Hefestamm hat ein gewisses Aromaprofil, welches er in der Gärung bildet. Genau, und das nutzen wir, um das schmackhafte Bier zu machen. Die
Die Hefe ist jetzt in den Fässern abgefüllt worden. Genau die Menge wird bestimmt. Wir wollen die richtige Hefezählzahl haben. Der Brauer spricht davon anstellen, die Hefe anstellen. Und diese Hefe wird jetzt mit CO2 aus dem Fass in die Leitung mit reingedrückt, damit es dann in den Bottle kommt. Für heute ist es der letzte Schritt und jetzt muss das Bier erst einmal gären. In diesen riesigen Edelstahltanks darf nun das Bier in aller Ruhe und mit viel Zeit gären, bevor es dann später in Fässer und Flaschen abgefüllt wird. Michael König hat seine Bierleidenschaft zum Beruf gemacht. Er ist Biersommelier. Welches Essen zu welchem Bier passt und aus welchem Glas man es trinken sollte, das erklärt er in Bierseminaren und sogenannten Tastings. So etwas möchte auch Felicitas einmal mitmachen. Oha. Hallo, Felicitas. Felicitas, hi. Hi. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Super, gell? Hast du Lust auf ein Biertasting? Klar. Dann ich hab noch nicht so richtig gefrühstückt, aber... Das klappt schon. Ich hol noch mein Bier. Ja. Ja, dann legen wir los, oder? Wie sieht's aus? Erzähl erst mal, was wir jetzt überhaupt machen. Genau. Wir haben hier ein Biertasting, wir haben 5 Biere, die wir vorbereitet haben. Unterschiedliche Bierstile mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Zu diesen Bieren habe ich zum einen vorbereitet Food Pairing, kleines Fingerfood. Das erkläre ich dir dann, wie wir das zusammen probieren können. Und ich habe hier noch Bier und Schokolade. Ich habe zu jedem Bier eine passende Praline oder ein Stück Schokolade ausgearbeitet. Das kannst du dann auch mitprobieren. Und ich habe noch 3 Käsesorten, die auch ganz gut zu den verschiedensten Bieren mit dazu passen. Die Spannung steigt. Biersommelier Michael hat 6 verschiedene Biersorten und Snacks vorbereitet. Wie Craft Beer schmeckt, weiß Felicitas. Doch wie wird sich der Geschmack nach dem Käse verändern? Womit fangen wir an? Wir fangen hier auf der linken Seite an. Ja? Genau. Das ist jetzt unser Pale Ale. Ich würde vorschlagen, riech mal an dem Bier. Was riechst du? Fruchtig ist es. Fruchtig ist es. Kannst du auch eine Frucht zuordnen? Vielleicht so Maracuja? Cool, ne? Maracuja. Okay, ja, genau. Ich trinke sehr gerne Pale Ale. Sehr gut. Mein Lieblingsbier. Dann fangen wir mal an, einfach mal trinken nochmal. Cheers. Cheers. Das Bier ist sehr fruchtig. Du merkst vor allem ganz am Anfang die Frucht und am Ende kommt so eine leichte, herbe Note durch. Die Grundregeln für Wein kennt jeder. Weißwein zu Fisch, Rotwein zu dunklem Fleisch. Hier geht es um das passende Essen zum guten Bier oder um das passende Bier zu gutem Essen. Neuland für Felicitas. Die Herbe vom Bier geht ein bisschen weg vielleicht. Genau, das Herbe verschwindet vom Bier. Diese fruchtige Note verbindet sich zusammen mit dieser roten Beete und es wird mal leicht fruchtig, ein bisschen kräuterig, diese rote Beete kommt stärker durch. Also der Fisch hilft jetzt quasi dem Bier, damit die Herbe rausgeht und damit die fruchtigen Aromen mehr rauskommen. So ist es. Felicitas ist begeistert. Das macht ja Spaß. Toller Job, oder? Sehr. Was essen wir dazu? Dazu gibt es eine Praline, die nennt sich 1001 Nacht. Mit dem Bier zusammen erinnert es immer an eine spezielle Jahreszeit. Orient in Oberfranken. Doch Hefeweizen zu Schokolade? Wie wird das Bier den Geschmack der Praline verändern? Also die Praline ist natürlich klar Winter, Weihnachten, weil genau. Sie so würzig ist. Danach schmeckt alles. Es schmeckt nach Zimt, Kardamom, das kommt alles durch, ein bisschen Pflaume. Und das Bier unterstützt es mit seiner Spritzigkeit und diesem Geschmack von roten Beeren. Das kommt alles, Cassis, alles gegenseitig Unterstützung. Wie muss man sich denn deinen Alltag vorstellen? Trinkst du einfach den ganzen Tag, oder? Also eigentlich relativ wenig Bier trinken, sondern ich habe viel mit Schulungen zu tun, ich habe viel mit Tourismus zu tun, wenn ich Bierseminare gebe, Biertastings gebe. Ich bin viel unterwegs auf Messen, international oder mache bei Kunden oder hier für Leute, die in der Gastronomie sind, einfach Food-Pairing-Sachen durch. Ja, das ist eigentlich so meine... Und ich gucke, was es so trendmäßig auf der Welt neu gibt. Aber sag mal, wie viel Liter Bier trinkst du in der Woche? Überschlag mal. Ein Bier am Tag, würde ich mal sagen. Wie viel ist ein Bier? Ein Kasten, oder? Kommt auf die Größe des Glases an, oder? Es geht munter weiter. IPA, Erdbeeren auf Mascarpone, Hühnchen, Pilz, Bergkäse und Bavaria Ale. Felicitas ist begeistert. So etwas will sie auch einmal daheim anbieten. Wenn man jetzt ein paar Regeln für zu Hause haben möchte, Man möchte seine Gäste mit einem Bier-Pairing begeistern. Gibt es so 2, 3 Sachen, die auf jeden Fall funktionieren?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Geht in den Getränkemarkt, kauft euch unterschiedliche Biersorten, zum Beispiel Pils, kauft euch einen Weizen, kauft ein Kellerbier, kauft ein dunkles und kauft dazu unterschiedliche Käse. Einfach mal selber erst zu Hause ausprobieren, was wirklich gut ist. Jeder wird sofort einen Unterschied merken, wenn er einen ganz normalen Bergkäse mit einem Weizen probiert, dass einfach der Käse viel stärker wird. Und je schwächer das Bier ist, ein Pils zum Beispiel, was ganz Leichtes. Im Gegensatz zum Dunklen ist ein Aroma viel stärker. Und so muss man auch die Käse aufbauen. Pils eher einen ganz leichten, dezenten Käse und immer stärker werden mit dem Bier und auch mit dem Käse in der Intensität. Und dann hat man eigentlich schon das perfekte Käse-Tasting. Also wenn man sich unsicher ist, welcher Wein zum Käse, dann kann man einfach ein Bier nehmen. Genau. Alles klar. Man kann gut sehen, der Herr ist Profi. Wenn man sich die Biermengen bei mir anguckt und bei ihm. Tja. Ah, wer Bier verschenkt, ne? Hat genau. Wir müssen noch kurz über mein Gericht sprechen. Und zwar mache ich was Deftiges heute. Und zwar gibt es gebratene Zunge. Okay. Mit Blumenkohl-Püree und darüber so eine Art kleiner Salat mit Äpfeln und Kapern. Also hat ordentlich Bums und ist schön deftig. Perfekt. Welches Bier würdest du mir dazu empfehlen? Ich würde gehen zu einem deftiges Bier. Wir haben ja auch ein deftiges Gericht hier gehabt. Ja? Da würde ich einfach unser Bavaria Ale nehmen. Das hat so eine Weizenart. Das passt perfekt. Pass auf, dann gehe ich jetzt in die Küche, versuche irgendwie klarzukommen und die Zunge zu braten. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das Probieren vorbeikommst. Genau, wir sehen uns dann. Das war so schön. Ciao. Viele Menschen scheuen sich ja vor Zunge, aber ich möchte einfach zeigen, was für ein tolles Lebensmittel es ist. Und zwar habe ich hier eine Kalbszunge. Die schmeckt einfach ein bisschen feiner als eine Rinderzunge. Und die muss man erst kochen. Und dafür mache ich jetzt einen Sud. Und zwar habe ich hier Sellerie. Den ungeschälten Sellerie klein schneiden und ins Kochwasser geben. Dann eine halbe Stange Lauch in grobe Stücke teilen. Und natürlich dürfen auch Schalotten nicht fehlen. Ich weiß gar nicht, warum wir verlernt haben, solche Dinge wie Zunge zu benutzen. Ich finde es wichtig, dass man das ganze Tier verwendet und nicht nur die schönen Stücke wie das Filet. Und gerade vor Zunge muss man gar keine Angst haben. Wunderschönes Muskelfleisch, wird super knusprig, wenn man es anbrät. Echt lecker. Als nächstes Lorbeerblätter, Pimentkörner, Karotten, Pfefferkörner und Salz in die Brühe geben. Ich gebe ja zu, es sieht schon ein bisschen abgefahren aus, weil es halt tatsächlich aussieht wie eine Zunge. Aber wir werden sie nachher heute nach dem Kochen und dann in Scheiben schneiden und anbraten. Und dann sieht es einfach nur aus wie köstlich knuspriges Fleisch. Das Ganze muss jetzt nach Größe mindestens eine Stunde kochen, bis es schön weich ist. Und in der Zeit kümmere ich mich um die Beilagen. Ich fand es total spannend, heute zu sehen, wie intensiv Bier den Geschmack von Speisen verändern kann und umgekehrt. Von Wein kennt man das ja. Aber ich habe noch nie so ein intensives Biertasting mitgemacht. Super spannend, kann ich wirklich jedem empfehlen. Als Beilage gibt es Blumenkohlpüree. Der Kohl wird dafür zunächst in einer Mischung aus Sahne und Wasser gekocht. Ich möchte zu der Zunge noch ein kleines Topping machen, etwas Frisches. Und zwar so Mini-Apfelsalat mit Kapern und Petersilie. Ich habe hier einen Elster-Apfel. Den finde ich immer besonders aromatisch. Den schneide ich ohne zu schälen in kleine Würfel. Ich finde, dass diese Sache from nose to tail, in diesem Fall quasi from tongue to tail, einfach total wichtig ist. Und in der modernen Zeit wurden wir irgendwie so konditioniert, dass wir echt nur noch das Filet essen und die schönen Stücke vom Tier. Aber richtig zubereitet schmeckt einfach alles. Und wenn wir schon Fleisch essen, dann auch bitte alles. Und den Apfelgripsch. Den auch. Alle. Den Apfel würfeln und etwas Zitronensaft dazugeben. Dann werden die Äpfel nicht braun. Dazu kommen noch kleingehackte Kapern. Ich guck mal nach dem Blumenkohl. Oha, hier geht's ab. Schalotten und krause Petersilie klein hacken und mit einem Schuss Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. Schön frisch. Okay. Den Blumenkohl abgießen und in etwas brauner Butter schwenken. Das gibt dem Ganzen einen schönen nussigen Geschmack. Und jetzt die restliche Sahne zum Pürieren. Wie bei jedem guten Püree Muskatnuss, ganz wichtig, frisch gerieben. Das Schöne ist ja, dass man Blumenkohlpüree im Gegensatz zu Kartoffelpüree einfach mit dem Pürierstab bearbeiten darf. Und
Das Ganze stelle ich jetzt warm und kümmere mich wieder um meine Zunge. Die müsste nämlich inzwischen gut sein. Ich gucke mir das Ganze mal an. Wo ist meine Zange? Ich nehme die so lange. Jetzt muss die Zunge noch gehäutet werden. Dazu einfach die ledrige Haut abziehen. Anschließend in Scheiben schneiden, salzen, pfeffern und leicht von beiden Seiten durchs Mehl ziehen. Dann kann sie auch schon knusprig in Öl angebraten werden. Rosmarinzweige geben der Zunge noch zusätzliches Aroma. Ich habe den Herd jetzt auch ganz heiß. Geht ja einfach nur noch darum, dass sie ein bisschen knusprig wird. Gar ist sie ja schon. Oh, und wie knusprig sie wird. Wie geil ist Zunge. Hier. Zunge schmeckt im Gegensatz zu anderen Innereien einfach nur nach Fleisch. Ähnlich wie kräftiges Muskelfleisch. Es ist angerichtet. Zunge an Blumenkohlpüree und einem Apfelkapernsalat. Fehlt nur noch ein gutes Bier. Michael? Ja? Hallo. Tachchen. Tachchen. Du hast Bier mitgebracht. Ja, und du hast mir was zu essen gekocht, sehe ich. Ja, Zunge. Ja, wollen wir erstmal ein Bier trinken? Klar. Dazu ein Bavaria Ale. Trinkt man das Bier nicht aus der Flasche? Nein. Erzähl mal, warum? Aus Gläsern entfaltet sich das Aroma ganz besser, viel besser. Und du hast hier einen engen Hals und wenn man Bier aus der Flasche trinkt, ist das ganz anders. Okay. Es gibt natürlich Biere, die kann man schon aus der Flasche trinken, die sind auch dazu gemacht, aber nicht das Bier. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Lecker. Lecker. So, hast es super schön angerichtet, muss ich gleich sagen. Danke. Zunge, Blumenkohlpüree, Kapern, Apfelsalat. Enjoy. Perfekt. Mega. Wirklich? Ja. Mega. Pass auf, du musst auch probieren. Okay, warte. Dazu das Bier. Bombe. Super. Hast du spitze gekocht. Achte mal auf den Geschmack der Zunge. Mit dem Bier zusammen. Der Rindergeschmack kommt viel mehr raus. Ja, mega. Und dazu noch der Blumenkohl und Apfel. Bombastisch. Haben wir gut gemacht. Yes. Perfekt. Freu ich mich. Ein wichtiger Bestandteil von Bier ist Malz. Hier in Bamberg produziert die Firma Weiermann seit 1879 Spezialmalze für die Bierherstellung. Bei den 190 Mitarbeitern dreht sich alles ums Malz. Neben Spezialmalzen und Biomalz wird auch koscheres Malz hergestellt. Auf dem Firmengelände herrscht munteres Treiben. Ständig bringen große Lkw frisches Getreide und holen fertiges Malz ab. Die Herstellung von Malz ist die erste Station, die Anlieferung, die wir hier sehen. Die zweite Station das Reinigen. Die dritte Station wäre das Weichen, sogenannte Weichen, Einweichen. Dann kommt das Keimen, die Darre, das Darren und dann das Rösten, das ist der letzte Schritt. Für die Herstellung von Malz wird zunächst Getreide benötigt. Das kann Gerste, Weizen, Roggen, Dinkel oder Mais sein. Auf jeden Fall muss die Qualität stimmen. Wir sind jetzt hier im Labor. Bevor die LKWs, wenn sie anliefern, bevor das Malz ausgeliefert wird, die Gerste, prüfen wir hier jede Ladung, zum Beispiel auf Kornkäfer. Es gibt verschiedene Arten von Schädlingen, verbreitet sind diese Rüsselkäfer, sind sehr, sehr klein. Aber man erkennt sie zum Beispiel hier unter Rotlicht. Wir simulieren hier die Sonne, dann kommen die Käfer raus. Und wenn wir Käfer entdecken, dann muss der ganze LKW wieder zurück. Wir prüfen auch hier die Keimfähigkeit. Das ist ja ganz wichtig für uns. Die Körner werden aufgeschnitten, die Keimfähigkeit wird geprüft. Und wenn irgendwas nicht stimmt, wenn wir Schädlinge feststellen oder wenn die Keimfähigkeit so schlecht ist, dann muss der LKW wieder vom Hof.
Wie aus Getreide Malz entsteht, das möchte auch Felicitas kennenlernen. Dazu ist sie mit Ulrich Ferstl verabredet. Gemeinsam gehen beide in die über 100 Jahre alten Fabrikgebäude, direkt ins Zentrum der Malzherstellung. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt kommen wir in den Keimkasten. Das ist das Herzstück des kompletten Melzungsprozesses. Hier steht es dran, Keimkasten. Genau. Einmal mit rein. Kalt! Ja, hier ist es ein bisschen kalt. Was sehe ich jetzt hier? Du bist jetzt hier im Keimkasten, Felicitas. Das ist das Herzstück des Melzens. Der erste Schritt ist weich. Wir ziehen den Wassergehalt hoch, dass das Korn überhaupt zu keimen beginnt. Das einfach einweichen sozusagen? Genau, einfach Korn unter Wasser. Wir machen da ein bisschen Wasser und trocken, ne? Aber wir ziehen den Wassergehalt hoch. Und somit suggerieren wir dem Korn, dass es jetzt wachsen darf. Wie wenn man zu Hause so Sprossen zieht. Genau, genau. Genau das Gleiche machen wir hier. Genau dasselbe machen wir hier. Ich kann dir das dann gerne auch zeigen. Und hier ist es im Prinzip so, dass wir während dieses 5-Tage-Schrittes des Keimens wandeln wir die wasserunlösliche Stärke um in den Malzzucker, den später der Bäcker, der Brauer, der Brenner braucht. Ne? Und das entsteht durch dieses Keimen, werden die Enzyme entwickelt, dass wir da überhaupt rankommen später. Beim Keimen steigt der Wassergehalt auf ca. 40% an. Nach etwa 5 bis 7 Tagen wird die Keimung durch schonendes Trocknen, dem sogenannten Darren, beendet. Nun ist das Getreide lagerfähig. Was passiert jetzt mit diesen Körnern hier? Also das ist jetzt klassisch für ein Karamellmalz. Das nehmen wir raus, wir gehen rüber in unsere Karamellisierungstrommeln und da bringen wir laut unserer Philosophie eben dann Geschmack und Farbe ins Korn und später dann in Brand, Brot, Bier. Das heißt, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist karamellisieren. Heißt, ähnlich wie man es von der Pfanne her kennt, den Zucker, der im Korn ist, verflüssigen und dann über verschiedene Temperaturstufen Aroma und Farbe reinzukriegen. Zur Abrundung eines kräftigen Biergeschmacks werden bis zu 10% Karamellmalze verwendet. Malz gibt dem Bier auch seine Farbe. Durch unterschiedlich stark gedarrte und geröstete Braumalze entstehen helle bis dunkle Biere. Was sind das für Frisbee-Scheiben? Ja, hier hast du jetzt die verschiedenen Malze, die wir in unseren Röst- und Karamellisierungstrommeln herstellen. Du hast auf der linken Seite die klassischen Röstmalze. Wie man schon sieht, sieht aus wie Kaffee. Probier es gerne. Schmeckt wie Kaffee? Ganz schwarz. Ganz schwarz. Früher hatten wir ja nicht die Bohnen. Also es war der klassische Getreidekaffee und später der Malzkaffee, der genau so her. Ja, schon ein bisschen. Wie verbrannter Kaffee ein bisschen. Und zu unserer Rechten siehst du jetzt die verschiedenen Karamellmalze. Das heißt, hier wird Farbe und Geschmack im Korn erzeugt. Natürlich rösten sie außen ein bisschen mit. Aber du siehst hier, wir gehen also, werden auch immer heller. Und auch solche Produkte sind definitiv innen drin im Korn karamellisiert. Was macht man damit? Das bringt Geschmack und Farbe sowohl in Biere, in verschiedene Brände, schwerpunktmäßig Whisky oder sowas fein vermahlen für ein Brot. Kannst du ein wunderbares Malzaroma und eine Süße erzielen, gleichzeitig ein bisschen rustikale Farbe. Und inzwischen hat Felicita schon eine Idee, was sie aus dem Malz kreieren möchte. Ich würde ja gerne noch was kochen für dich nachher in meinem Truck. Okay. Und zwar möchte ich ein Malzparfait machen, also ein Eis. Eis ist natürlich eine super Sache. Was ist denn das Beste dafür, welches Produkt? Ja, wir sollten dann natürlich auf was Aromatisches, aber gleichzeitig Süßes gehen. Und ich denke jetzt mal, für Eis wäre natürlich ein Flüssigextrakt, der Auszug hier, Aroma und Süße, das Beste für dich zum Arbeiten. Soll ich dir mal was organisieren? Na, her damit. Gerne. Malzextrakt ist ein aus Gerstenmalz hergestellter, brauner, malzartig schmeckender Sirup. Er wird auch als Backmittel verwendet, also genau richtig für Felicitas Malzparfait. Ihren Foodtruck hat sie direkt im malerischen Garten der Melzerei geparkt. Ich mache jetzt ein Malzparfait mit Holunderbeerkompott. Das Gute am Parfait ist, es ist quasi Eis und man braucht dafür keine Eismaschine. Was wir brauchen, sind Eier. Und zwar davon das Eigelb. Bitte schöne Bio-Eier verwenden, ja, von glücklichen Hühnern. Eins. Felicitas nimmt das Eigelb von 5 Eiern. Zucker und damit das Ganze schön lieblich schmeckt, das mag eine Vanilleschote. Einmal verrühren. Boom, boom, boom. Bang, bang, bang. Salz dazu. Und wenn das Wasser hier kocht, kommt es aufs Wasserbad und dann wird es ganz dick schaumig aufgeschlagen.
Bis das Wasser kocht, geht Felicitas frische Holunderbeeren pflücken. Die hat sie nämlich direkt hinter ihrem Foodtruck entdeckt. Das perfekte Kompott zum Eis. Holunder ist so eine tolle Pflanze. Erst kommen die Blüten, mit denen man ganz, ganz tolles Sirup machen kann. Und dann später im Jahr die Beeren. Und es wächst einfach überall. Einfach mal schauen an Straßenrändern im Garten. Eigentlich hat jeder einen Holunderstrauch irgendwo. Sogar in Neukölln, wo ich wohne. Das Wasser kocht. Dann darf das Ei jetzt da drauf. Und jetzt muss man aufpassen, dass das Ganze nicht zu Rührei wird. Man muss quasi den perfekten Zeitpunkt abpassen. Und die ganze Zeit rühren, 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 rühren. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Was war das eigentlich für eine irrsinnige Idee, bei den Temperaturen was über dem Wasserbad zu machen? Es ist so heiß. Ich muss kurz den Kopf in den Kühlschrank stecken. Das hilft wirklich. Boom, 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 boom. Man merkt so richtig, wenn es anzieht, wenn es auf einmal dick wird, dann ist es perfekt. Man kann das Ganze natürlich auch mit einem elektrischen Rührgerät machen, aber Quatsch! Jetzt wollen wir das Ganze wieder kalt schlagen. Und zwar habe ich hier Eiswasser dafür. Jetzt viel Sahne und etwas Zucker mit dem Rührgerät schön steif schlagen. Sahne und Schüssel sollten eiskalt sein, sonst wird die Sahne nicht steif. Danach nochmal alles kühlen. Jetzt kann die Hochzeit stattfinden. Und zwar die Hochzeit zwischen Sahne, Ei und Malz. Klassische Dreiecksbeziehung, ne? Zuallererst gebe ich einen kleinen Schluck unten rein. Wenn wir das Ganze nachher stürzen, wird es dann oben sein. Tolle Farbe, richtig schön karamellig. Und jetzt hebe ich die Sahnemasse vorsichtig unter das Ei. Das ist eine ganz klassische Parfait-Masse. Die kann man mit allem verfeinern. Mit Zitrone, mit Orange, mit Schokolade, mit Nüssen, mit Karamell, mit Malz. Was man möchte. Und man braucht, wie gesagt, keine Eismaschine. Wenn alles gut vermengt ist, kann auch etwas Malzsirup dazu gemischt werden. Das gibt später schöne Schlieren in Parfait. Und jetzt kommt die Masse in die Förmchen. Und jetzt ab damit in Froster. Mindestens 4 Stunden. Aber besser über Nacht. Zeit genug, um das Holunderkompott zu machen. Dazu einfach die Beeren abzupfen. Einen guten Schuss Rotwein, den Saft einer Orange, Zucker, Sternanis und eine Nelke miteinander verrühren. Genau die richtige Basis für die Holunderbeeren. Nun alles kurz aufkochen. Ein perfektes Dessert besteht bei mir immer aus 3 Komponenten. Was Cremiges, was Fruchtiges und was Knuspriges. Und das Knusprige machen wir jetzt noch. Und zwar habe ich hier die gerösteten Gerstenkörner. Mittlere Stufe, mittelhell sozusagen, schön karamellig. Und die werde ich jetzt noch so wie gebrannte Mandeln karamellisieren und dann kommen die oben als Crunch auf das Eis. Wenn man das nicht zu Hause hat, hat ja nicht jeder, kann man auch Nüsse nehmen oder Popcorn oder Sesam, was man findet. Die Gerstenkörner nun mit dem flüssigen Karamell in der Pfanne vermengen. Dann, ganz wichtig für Karamell, Salz. Und zwar nicht zu wenig. Eine Prise Zimt rundet alles ab. Jetzt aufs Backpapier geben und glatt streichen. Das ist mal ein wirklich besonderes Karamell. Zeit für das Parfait. Das mittlerweile schön durchgefrorene Eis einzeln auf Teller stürzen. Die vor dem Frosten in die Form gelegte Frischhaltefolie erleichtert das Stürzen ungemein. Macht man wie früher so einen kleinen Bärenspiegel? Ach, ist das hübsch! Gibt's ja nicht, ne? Hm? Bisschen was kann ja auch vielleicht so runterlaufen. Und dann für den Crunch das Karamellgetreide dazugeben. Eis
mit Holunderbeeren. Was so alles aus einfachem Getreide entstehen kann. Köstlich. Zeit zum Schlemmen. Ulrich! Dessert ist fertig. Na, was hast du Leckeres gezaubert? Das ist jetzt ein Malzparfait mit karamellisiertem Malz. Karamell, ja. Und dann haben wir hier ein bisschen Holunder aus deinem Garten. Oh, sieht klasse aus. Dann kost mal. Ich freue mich drauf. Schnell, bevor es wegschmilzt. Ich muss erstmal das Parfait probieren. Na gut, dann mach ich mit. Hilft ja nichts. Nein, du musst mitmachen. Oder? Boah, sehr lecker. Unglaublich, wie schön so eine Süße plus die Malzigkeit rauskommt. Ich würde aber gerne auch, das verlockt ja zu sehr, auch mal dein Malzcrunch probieren. Darf ich das große Stück? Alles rein. Bisschen salzig. Jedes für sich köstlich. Und zusammen Gedicht. Vielen, vielen Dank für den spannenden Tag heute. Vielen, vielen Dank für das leckere Dessert. Mit Vollmond spricht man. Doch, darf man. Bei der Foodtruckerin schon. Hier isst man ja auch im Stehen. Es war mir total spannend zu sehen, was Malz eigentlich ist. Ich hatte keine Vorstellung. Ich kannte wohl den Kinderkaffee von meiner Oma und kenne auch einen Malzaufstrich fürs Brot. Aber es war total spannend zu sehen, wie es gemacht wird. Und auszuprobieren, was man noch draus machen kann. Ich sag vielen lieben Dank. Du hast auch uns wieder einen Schritt die Augen geöffnet, was man alles machen kann. Vielen, vielen Dank für den schönen Tag, für das leckere Dessert. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Malz erhält Einzug in meine Küche, nicht nur als Bier. Wunderbar, ich freue mich drauf. Danke. Als nächstes geht es nach Potsdam, und zwar auf dem Wasserweg. Statt ihrem Foodtruck hat Felicitas heute ein Floß dabei. Sunny. Denn ihr Ziel, die Meierei am Potsdamer Jungfernsee, ist am besten von der Wasserseite aus zu erreichen. Mega schön! Das sind so Life-Goals. Hier, ganz in der Nähe der Glienicker Brücke, ist Jürgen Solkowski ansässig und braut den Champagner des Nordens. Dahinter verbirgt sich ein leicht säuerliches Bier, die berühmte Berliner Weiße. Insider munkeln, Berliner Weiße sei der wahre Biertrend. Und einen der besten gibt es hier in der Meierei in Potsdam. Und hallo. Hallo Felicitas. Bei dir gibt es Berliner Weiße? Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Berliner Weiße und einem normalen Bier? Die Berliner Weiße ist mit Milchsäure vergoren, ist von daher auch von sich aus sauer, säuerlich. Mhm. Und deshalb kam man auch auf die Idee, mit Sirup zu arbeiten, um es auch der Damenwelt vor allen Dingen genüsslich. Also. Ja, aber ich mag Berliner Weiße auch ohne Sirup. Die ursprüngliche alte Berliner Weiße, wie vor 100 Jahren hergestellt wurde, die konnte man auch wirklich pur trinken, trotz der Säure. Und das ist, darum geht es zur Zeit, dass man das wiederentdeckt. Mhm. Und wirklich auch einen Hochgenuss hat, wenn man eine pure mit Milchsäure vergoren und verschiedenen Hefestämmen. Also Berliner Weiße ist quasi der Joghurt unter den Bieren. So könnte man das sagen. Ich würde gerne mal was probieren. Wo müssen wir hin? Zum Tresen. Sehr gerne. Das klingt doch gut. Die alte Meierei ist ein Kleinod. Friedrich Wilhelm II. Ließ sie 1790 errichten. Von hier aus wurde die königliche Hofküche mit Milchprodukten versorgt. Nach vielen Jahren des Verfalls kaufte der Brauingenieur Jürgen Solkowski das Gebäude und braut hier seitdem nach altem Rezept die traditionsreiche Berliner Weiße. Die Berliner Weiße für mich ist mehr als ein Hobby. Es hat mich einfach fasziniert, wie man früher, vor 100, 120, 140 Jahren gebraut hat, wie man sie hergestellt hat, warum sie so besonders war, wie man aus X-Berichten heute noch lesen kann, wie sie geschmeckt hat. Ein ähnliches Getränk hatten wir heute nicht im Handel. Und es hat mich einfach gereizt zu sagen, wir machen die wieder so, wie sie früher einmal gewesen ist. Es muss ja was dran gewesen sein, dass sie so weit verbreitet war. Und da ist keine einzige Brauerei gab, die das in der alten Art und Weise gemacht hat, habe ich gesagt, gut, das nehme ich gerne mal auf. Das macht die Berliner Luft.
Die Weiße ist ein obergäriges Bier. Das heißt, es wird warm vergoren. Man verwendet Weizen- und Gerstenmalz. Und das Besondere ist, sie ist sauer. Sie wird zum Beispiel auch mit, neben der Hefe, auch mit Milchsäurebakterien vergoren. Das Aroma im Übrigen ist bekannt. Man vergleicht es mit dem Geruch von nasser Pferdedecke, Stall und Heugeruch. Und dieses Aroma zeichnet das Bier eigentlich auch aus. Daran erkennt man es eigentlich, die echte Berliner Weiße. Im 17. Jahrhundert wurde die Berliner Weiße erstmals erwähnt. Um 1800 herum gab es das säuerliche Bier bereits in mehreren hundert Berliner Gasthäusern. Bald erkannte man die Besonderheit. In der Flasche reifte es zu einer kostbaren Spezialität heran, die mit zunehmendem Alter immer besser wurde. Die Weiße wurde grundsätzlich in der Flasche gelagert. Es gab gar keinen Lagerkeller für die Berliner Weiße. Man hat sie vergoren, im Sudhaus die Würze hergestellt, gekühlt, vergoren und als Jungbier nach der Hauptgärung direkt in Flaschen gefüllt. Und in der Flasche fand dann die Lagerung statt. Berliner Kneipenwirte vergruben sogar weiße Flaschen in ihren Gärten, um sie über Jahre unter der Erde reifen zu lassen. Und auch Napoleon war begeistert. So um 1800, 1810 war ja Napoleon in unserem Lande. Dann verköstigte er sich natürlich sehr gerne mit der Berliner Weißen. Und weil sie so besonders war und ähnlich war in der Herstellung wie zum Beispiel ein Champagner, nannte man sie auch Champagner des Nordens. Wegen der starken Schaumentwicklung wurde extra ein neuartiges Bierglas, einer Schüssel ähnlich, erfunden. So konnten Wirte das schäumende Getränk in einem Zug in das Trinkgefäß einschenken. Üblich war es auch, die große Schale herumgehen zu lassen, sodass mehrere Personen aus einem Glas trinken konnten. Felicitas hat aus der Brauerei einige Flaschen Champagner des Nordens mit auf ihr Floß genommen. So, ich mache jetzt auf meinem Floß ein paar Snacks mit diesem Bier und zu diesem Bier. Es gibt einen Obersten und dann mache ich noch gebackene Weißwürste und einen Radieschensalat. Als allererstes fange ich mit dem Obersten an. Ich komme ja aus Franken und ist ja Bayern sozusagen und ich finde, das ist wirklich ein super leckerer Snack. Ich finde beim Obersten wichtig, dass man kräftigen Käse nimmt. Also den Camembert gern ein paar Tage liegen lassen, vielleicht sogar auch mal bei Zimmertemperatur, damit er so richtig schön reifen kann. Dieser hier sieht wirklich schon sehr kräftig und ein bisschen stinkig aus. Und damit es noch stinkiger wird, habe ich hier einen Limburger. Obersten, was so viel wie Vermischter heißt, war ursprünglich als Verwertung alter Käsereste gedacht. Das greift Felicitas auf und vermengt die beiden Käse gut miteinander. Obersten ist quasi gematschter Käse mit Butter und dann schön angemacht mit Kümmel und ein bisschen scharf. Und ein Schuss Bier kommt rein, in meinem Fall Potsdamer Weiße. Das kostet ein bisschen Kraft. Den Käse mit Butter vermischen und Gewürze wie Paprika und Chilipulver dazugeben. Dann habe ich hier Kümmel. Der ist mir ein ganz bisschen zu grob, deswegen hacke ich ihn schnell. Ich habe festgestellt, dass viele Leute in Norddeutschland nicht so gerne Kümmel essen. Aber wenn man aus Bayern kommt, wächst man irgendwie damit auf. Dann hat das Brot Kümmel und der Schweinebraten Kümmel und das Sauerkraut Kümmel und der Oberste Kümmel. Eine Frage der Gewohnheit. Gerade unterwegs kann man einen Obersten schnell zubereiten. Egal ob beim Camping, Picknick oder auf dem Hausboot. So, dazu. Und damit das Ganze richtig schön herzhaft wird, kommen noch Zwiebeln rein oder Schalotten, wie in meinem Fall. In Bayern gehört Obersten zu den klassischen Biergartenspeisen. Aber auch in Preußen lässt er sich prima genießen, besonders hier. Wenn man hier so kochenderweise über den Jungfernsee schippert, denkt man eigentlich so, man hat es geschafft im Leben. Ne? Also Ziel erreicht, was braucht man mehr? Ich weiß, was man mehr braucht, und zwar einen Schluck Champagner des Nordens. Ich werde jetzt mal die Berliner Weiße öffnen. Achtung, ich bin aufgeregt. Was passiert? Wahrscheinlich wird es gar nicht spektakulär. Oh, doch sehr. Oha,
So, Abbruch, wir sind fertig. Drehschluss. In Bayern wird Weißbier in die Oberster-Creme gerührt. Mit dem Champagner des Nordens veredelt entsteht hier also eine völlig neue bayerisch-preußische Köstlichkeit. Das schmeckt mir so gut. Wirklich. Das schmeckt super. Erste Komponente fertig. Als nächstes schneidet Felicitas Radieschen in dünne Scheiben und das fast intakt. In Bayern würde man wahrscheinlich statt Radieschen eher so Rettich, also Radi, servieren und einfach unangemacht. Das finde ich mal ein bisschen seltsam, dass dann auf so einem Brotzeitbrettel so ein Berg voll Rettich liegt. Unangemacht, verstehe ich nicht. Wir machen lieber lecker. Deshalb gibt es hier einen Radieschen-Salat. Nächste Zutat, Gürkchen. Ich muss zugeben, dass ich meinen Foodtruck heute sehr wenig vermisse, weil so ein Boot ist natürlich auch relativ schön. Außerdem steht er ja am Ufer. Jetzt noch gehackte Petersilie und etwas Zitronensaft dazugeben und alles gut verrühren. Zweite Komponente fertig. Jetzt kümmere ich mich um meine gebackenen Weißwürste. Dafür die Weißwürste von ihrer Haut befreien und in große Scheiben schneiden. Diese werden später paniert, also Mehl, Eigelb und Paniermehl vorbereiten. Zum Paniermehl. Das ist kein normales Paniermehl, sondern Panko. Das ist asiatisches Paniermehl und das zeichnet sich dadurch aus, dass die Brösel gröber sind. Ich mache auch meinen Schnitzel damit und dadurch wird einfach alles viel, viel knuspriger. Klassisch. Mehl. Ei. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Ein See, ein kleines Floß und ein paar leckere Köstlichkeiten. Das ist Entschleunigung pur. And in my hour of darkness, Felicitas ist glücklich. Standing right in front of me, speaking words. Jetzt können die panierten Wurstscheiben in die Pfanne. Nicht zu wenig Öl, weil die müssen fast frittiert werden. Wie ein Schnitzel eben. Man kann auch Butterschmalz nehmen, aber auf dem Schiff hat man halt nicht immer alles. Oder auf dem Fluss. Und das ist auch das Wichtige so. Man kann einfach überall kochen. Es müssen auch keine Panko-Brösel sein. Es kann auch ein Brötchen von gestern sein, was man fein reibt oder irgendwas, was man gerade da hat. Hauptsache, man tut es. Let it be. Gleich ab. Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Die schönsten kleinen Weißwurstpralinen der Welt. Goldgelb wie die Sonne hinter mir. Es ist vollbracht. Die bayerisch-preußische Spezialitätenplatte ist angerichtet. Gebackene Weißwurstscheiben mit Foodtruckerinnen Oberster und Radieschensalat. Dazu gibt es Berliner Weiße. Felicitas lange Bierreise geht hier nun zu Ende. Quer durch die ganze Republik ist sie gereist, auf der Suche nach den besten Bieren, den besten Zutaten und deren Produzenten. Ich fand es schön zu sehen, wie verliebt Brauer in ihr Produkt immer noch sind. Also alle Menschen, die ich getroffen habe, lieben Bier, lieben Malz, lieben den Hopfen. Das macht ja Spaß. Toller Job, oder? Ganz besonders spannend fand ich das Produkt Malz. Das ist irgendwie was, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Und offensichtlich ist dieses Produkt in so vielen Dingen drin. Und es schmeckt köstlich, knusprig. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch zukünftig in der Küche öfter benutzen werde. Um mich selbst und meine Gäste zu überraschen. Ohne den Enthusiasmus von Visionären und deren Liebe zu ihren Produkten gäbe es nur Industriebier aus der Massenproduktion. Es geht von der eigenen Pflanze, die wir hier anbauen auf Sylt, bis dann in die große Champagnerflasche. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich mit meinem jetzigen Wissen
mein Feierabendbier oder wie jetzt hier auf dem Floß mit viel mehr Respekt genießen werde, weil ich einfach weiß, wie viel Handwerk dahinter steckt und wie viel Liebe und Prost. Let it be. Es lohnt sich also, die handgemachten Brauspezialitäten genauer zu erkunden. Denn Bier kann man nicht nur trinken, man sollte es genießen. Langweilig war gestern. Na dann, Prost!